Weil die Kreisjugendsportspiele dieses Jahr nicht mehr in der Disziplin Geräteturnen durchgeführt werden, dachten sich die Sportlehrer der Kersting-Schule, sie organisieren ihr eigenes kleines Event. 12 Mädchen und ein Junge der Klassenstufen 3 und 4 fanden diese Idee ebenso toll und meldeten sich gleich für den Wettbewerb an. Mitorganisatorin Stefanie Krüger ist stolz und freute sich, dass diese Idee gleich Anklang gefunden hat. Wir haben uns überlegt, dass wir mit der Schule ein paar Turnwettkämpfe durchführen wollen, weil offiziell keine mehr stattfinden. Und da haben wir uns gedacht, dass wir unsere Turnanzüge, unsere neuen ausprobieren. Und die Kinder waren so frei bei der Sache, dass wir das einfach jetzt hier durchführen. So wurde die schuleigene Sporthalle rasch in eine kleine Wettkampfarena umgebaut und die kleinen Nachwuchsgeräte-Turnasse nahmen Aufstellung. Auch zahlreiche Mitschüler folgten ihren Kameraden in die Sporthalle, um sie lautstark anzufeuern. Es galt immerhin, hochkonzentriert die einstudierten Übungen an den verschiedenen Geräten zu meistern. Seit gut einem Jahr trainieren die kleinen Sportler und die Ergebnisse können sich wahrlich sehen lassen. Ohne Scheu wird der Schwebebalken, bei einigen auch liebevoll Zitterbalken genannt, bestiegen und die Figuren sicher und in einer anschaulichen Vielfalt geturnt. Allein aufgrund der dargebotenen Leistungen waren alle Teilnehmer schon zu Beginn kleine Gewinner. Denn wer Balken, Boden, Reck und Sprung so bravourös meistert, der darf sich in jedem Fall als Sieger fühlen.